Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von unserer Baustelle. Ich bin der Michael und heute geht es um die Dichtigkeitsprüfung von Wasserleitungen. In den letzten beiden Videos habe ich ja die Wasserleitungen hier für unsere Küche installiert. Ich habe die vom Hausanschlussraum am anderen Ende des Hauses einmal komplett im Keller unter der Decke hierher in die Küche verlegt und habe hier die Wandscheiben angeschlossen für unsere spätere Spüle. Ich habe das mit Aluverbundrohr gemacht und mit Pressfittingen, habe die also mit einer Radialpresse verpresst. Und wenn man das gemacht hat, muss man hinterher prüfen, ob das auch dicht ist. Und genau darum geht es heute. Um die Leitungen abzudrücken, werde ich eine Prüfpumpe benutzen. Das ist diese hier. Man hat hier eine Pumpe, die man hier über den Hebel, das ist eine Sicherung, über den Hebel kann man die Pumpe betätigen. Der Schlauch wird an die Leitungen angeschlossen. Dann hat man hier ein Manometer, wo man den Druck abliest. Und damit werde ich jetzt die Leitungen mit Druck beaufschlagen und werde im Prinzip schauen, ob der Druck innerhalb einer gewissen Zeit abfällt oder nicht. Ich habe ja Warmwasser- und Kaltwasserleitungen verlegt. Das heißt, das hier ist meine Warmwasserleitung. Wir haben noch keine Heizung, noch kein Warmwasser. Ich habe hier einen Fitting aufgepresst, den ich letzten Endes einfach jetzt nur für die Druckprüfung draufgepresst habe. Einen Adapter für den Schlauch von dieser Prüfpumpe. Und damit werde ich dann auf die Warmwasserleitung Druck draufgeben. In der Warmwasserleitung ist noch kein Wasser drin. Normalerweise würde man jetzt hier, wenn die auch nicht in Betrieb genommen wird, wie bei uns, wie gesagt, wir haben keine Heizung, würde man die jetzt eigentlich mit Luftdruck prüfen. Da habe ich aber kein Werkzeug zu, deshalb werde ich die jetzt mit Wasser prüfen, abdrücken und werde das Wasser hinterher einfach wieder ablassen. Bei den Druckpumpen gibt es welche für 40 Euro und welche für 180. Ich habe jetzt eine für so ungefähr 140, 150 Euro. Ich schaue mal, ob ich die im Netz finde, verlinke ich die euch unten. Ich würde nicht die billigste nehmen, einfach damit auch das Manometer was taugt und insgesamt die Komponenten was taugen. Und ich will ja nicht nur diese eine Druckprüfung machen, sondern ich werde ja auch noch mehrere Leitungen im Haus neu machen, Heizung etc. Muss alles mit Druck geprüft werden. Deshalb habe ich eine etwas hochwertigere Pumpe genommen. Ich würde da nicht das billigste nehmen. Ich verlinke euch die unten. Hier muss man aufpassen, dass die Dichtung drin ist. Die kann halt auch rausfallen und das ist halt eine Überwurfmutter. Das heißt, ich kann jetzt halt die Dichtung aufsetzen. Und dann drehe ich nur die Mutter und nicht die Dichtung und somit wird die Dichtung auch nicht beschädigt. So, jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Leitung an sich dicht ist, also sprich alle Abgänge abgedichtet sind. Das ist die Warmwasserleitung. Hier kommt ein Wasserhahn hin mit Warmwasser und hier habe ich jetzt Baustopfen drauf. Das heißt, diese Baustopfen, habe ich euch auch schon erzählt, kommen eigentlich drauf, dass beim Verputzen, also jetzt nicht hier, sondern oben in der Küche, zeige ich euch dann gleich, dass dort kein Putz in die Leitung kommt oder allgemein kein Dreck. Aber sie dienen natürlich auch dazu, die Leitung abzudichten. Deshalb heißen sie auch Stopfen. Das heißt, ich habe jetzt einen Baustopfen in der Waschküche, wo der Wasserhahn hinkommt und einen zweiten oben in der Küche, wo dann später das Eckventil drankommt. Die Leitung ist erstmal dicht, ist voll mit Luft. Jetzt befülle ich die mit der Pumpe und bringe da im Prinzip jetzt erstmal das Wasser rein. So, als erstes nehmt ihr euch einen Eimer oder Gießkanne oder irgendwas, macht es richtig sauber, weil es geht ja um Trinkwasserleitungen, deshalb muss das auch absolut sauber sein. Und dann füllt ihr euch die Wanne mit Wasser auf. Mindestens so weit, dass der Filter komplett von Wasser bedeckt ist. Also da unten ist ein kleiner Filter, der nochmal Schwebstoffe und grobe Partikel rausfiltert. Der muss komplett vom Wasser bedeckt sein, damit er keine Luft ansaugt. Und dann könnt ihr pumpen und könnt somit die Leitung mit Wasser befüllen. Jetzt kann es sein, dass da Luft drin ist, dass sie noch nicht pumpt. Da kann man das Ventil kurz aufschließen und im Prinzip das Wasser im Kreis pumpen, damit es befüllt wird. So, jetzt seht ihr, jetzt baue ich langsam Druck auf. Das ist jetzt im Prinzip erstmal Luftdruck, weil ja noch lauter Luft in der Leitung ist. Und jetzt bringe ich halt langsam mehr und mehr Wasser rein. Und somit komprimiere ich die Luft. So, jetzt ist Druck auf der Leitung, aber halt Luftdruck und ich möchte ja, dass Wasser drin ist und deshalb muss ich die jetzt entlüften. Und ich werde jetzt als erstes hier in der Waschküche den tiefsten Punkt, den ich habe, werde ich jetzt den Baustopfen leicht aufdrehen und gucken, ob Luft oder Wasser kommt. Wenn Wasser kommt, heißt es,
dass hier schon überall Wasser drin steht und die Luft quasi dann irgendwo oben in der Küche ist. Und wenn jetzt halt erst Luft kommt, lasse ich ihn so lange offen, bis Wasser kommt. Da müsst ihr aufpassen, dass es die Dichtung nicht rausdrückt. Wenn das passiert, dann kommt dann gleich ein Schwall Wasser hinterher. Ich drehe den jetzt leicht auf, lasse die Luft raus und sobald Wasser kommt, drehe ich ihn wieder zu. So, Wasser kam. Das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall bis hier mindestens mit Wasser gefüllt. Jetzt gehe ich in die Küche und mache dort das Gleiche und lasse dort die restliche Luft raus. Ich nehme hier einen Wassereimer, damit ich nicht alles unter Wasser setze. Und jetzt drehe ich den langsam auf. Pumpe ich unten im Keller nochmal nach. Luft ist draußen. So, den Druck ablassen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr hier oder das Ventil. So, jetzt ist die Leitung wieder drucklos. So, die Leitung ist nun mit Wasser befüllt. Es ist keine Luft mehr drin, sie ist entlüftet. Jetzt kann die eigentliche Druckprüfung durchgeführt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welchem Druck prüft man eigentlich? Wenn man Videos auf YouTube schaut oder googelt oder was auch immer tut, findet man da ganz verschiedene und vielfältige Angaben zum Druck und zur Prüfzeit. So, und was ich euch empfehle ist, schaut einfach in die Unterlagen vom Hersteller von euren Leitungen und Fittingen. Und genau das habe ich getan. Und da gibt es sogar ein Prüfprotokoll, was ihr dort runterladen könnt, wo ganz genau beschrieben ist, wie der Prüfablauf zu erfolgen hat. Das heißt, der besteht aus drei Schritten. Der erste Teil der Prüfung nennt sich Dichtheitsprüfung Pressverbinder. Natürlich bezieht sich eigentlich die Prüfung insgesamt auf die Pressverbinder und halt auch auf diverse Verschraubungen, wenn sie vorhanden sind. Aber bei der ersten Prüfung von diesem Hersteller der Leitungen, da geht es jetzt speziell um die Pressverbinder und zwar aus folgendem Grund: Wenn ihr irgendwo vergessen habt, einen zu verpressen, dann ist der nicht dicht. Es gibt auch andere, die sind dann trotzdem dicht, weil halt innen drin der O-Ring entsprechend abdichtet. Diese hier sind es nicht und das heißt, ich prüfe jetzt erstmal mit einem relativ geringen Druck, nämlich mit 3 Bar für 15 Minuten. Die gebe ich jetzt auf und dann schaue ich, ob irgendwo Wasser austritt, offensichtlich. Das heißt, es ist erstmal nur eine Sichtprüfung, steht hier glaube ich auch, Sichtkontrolle, Rohrleitungssystem ist dicht. Das wäre im Prinzip der Schritt 1. Den mache ich jetzt als erstes logischerweise. Der Schritt 2 ist Dichtheitsprüfung Teil 1, Prüfdruck 11 Bar, nämlich das 1,1-fache des Betriebsdruckes. Jetzt haben wir natürlich keine 10 Bar Betriebsdruck hier bei uns im Haus, aber die Leitungen können das. Jetzt habe ich hier, das habe ich euch ja eben erklärt, im Prinzip wirklich nur Leitungen und Pressverbinder in dem Fall. Habe da kein Gerät irgendwo dazwischen, keine Duscharmatur, irgendwelche, was weiß ich. Habe ich nicht dazwischen, das heißt, ich kann hier wirklich mit diesen 10 Bar oder besser gesagt dem 1,1-fachen, also mit 11 Bar den Drucktest durchführen. Hätte ich jetzt irgendwo ein Gerät im Verbund, zum Beispiel, und bei dem weiß ich es nämlich gar nicht, zum Beispiel hier unser Druckminderer in der Kaltwasserleitung. Der hängt ja hier zwischen Wasseruhr und unserer Hauptleitung drin. Bei dem weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt mit 11 Bar testen kann. Das heißt, für die Druckprüfung von der Kaltwasserleitung schraube ich den ab und teste wirklich nur die Leitungen, die Pressverbinder, die Wandscheiben und die Hähne. Und die müssen alle diesen Betriebsdruck von 10 Bar und somit dem 1,1-fachen, also 11 Bar, können. Ihr dürft mir gern, wenn ihr euch da auskennt, unten in die Kommentare schreiben, ob dieser Druckminderer und dieser Filter diese 11 Bar könnten. Ich weiß es nämlich nicht. Aber wenn sie es können, dann könnte ich halt bei der nächsten Druckprüfung, wenn ich die nächste Leitung hier mache, könnte ich ja entsprechend dran lassen. Heute werde ich ihn abschrauben. Genau, Teil 1, 11 Bar, 1,1-fache Betriebsdruck gemäß DIN 806-4, Prüfzeit 30 Minuten. Und da geht man dann auch von einer Sichtkontrolle aus, also man muss alles nochmal anschauen, aber auch es darf kein Druckabfall am Manometer sein. Das heißt jetzt bei diesen ersten
Treiber darf theoretisch noch ein Druckabfall sein. Hängt auch damit zusammen, ich habe jetzt die Leitungen befüllt, das heißt mit kaltem Wasser aus der Zuleitung zum Haus letzten Endes. Vielleicht haben jetzt oben die Räume 5 Grad mehr, das heißt, da wird sich jetzt auch das Wasser dann entsprechend ein bisschen erwärmen, wird sich somit ja auch ausdehnen und wird somit den Druck sogar wahrscheinlich anheben. Wenn das Wasser wärmer wäre und es wird sich abkühlen, wird der Druck absinken. Das heißt, das passiert eigentlich auch in diesen ersten 15 Minuten, dass sich das so ein bisschen an die Temperaturen angleicht. Bei der Dichtheitsprüfung Teil 1 sollte das dann eigentlich nicht mehr erfolgen. Da geht es dann auch darum, findet ein Druckabfall an diesem Manometer statt. Und beim Teil 2 ist das der 0,5-fache Anfangsprüfdruck. Also das heißt, ich senke dann den Prüfdruck auf 5,5 bar ab. Und das muss er dann 120 Minuten ohne sichtbare Leckage und ohne Druckabfall am Manometer können. Und wenn das alles erfüllt ist, 120 Minuten, genau 2 Stunden, wenn das alles erfüllt ist, dann sind die Leitungen dicht, dann sind alle Pressverbindungen dicht und dann kann ich auch oben die Wandscheiben in der Küche einputzen, wo ich dann nach dem Verputzen nicht mehr rankomme. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich die Druckprüfung heute mache. So, lange Rede, jetzt geht's los. Jetzt werde ich, wie gesagt, Treiber für 15 Minuten und werde rumgehen und werde mir alle Verbindungen anschauen. Es braucht relativ wenig Volumen, um jetzt diesen Druck zu erzeugen. So, das sind jetzt 2 bar und das Manometer ist jetzt natürlich nicht genau genug. Ich muss jetzt halt zwischen die beiden Striche 2 und 4 bar. So, jetzt hätten wir 3 bar drauf und so lasse ich das jetzt 15 Minuten stehen. So, es ist jetzt 5 vor 11, ich lasse jetzt bis 10 nach 11 stehen. So, und jetzt gehe ich halt auch rum und jetzt habe ich halt in der Warmwasserleitung eigentlich relativ wenige Pressverbinder drin. Das hier wäre der erste. Jetzt schaue ich halt, mache ich eine Sichtprüfung, ob da jetzt irgendwo Wasser rauskommt. In dem Fall mache ich auch nochmal eine Sichtprüfung, ja eigentlich, ob ich alle verpresst habe. Aber man wird es halt auch relativ schnell am Druckabfall sehen. Das Einzige, wo es etwas schwierig ist, jetzt die Sichtprüfung durchzuführen, das ist hier unten, weil ich habe eben hier aufgedreht, jetzt ist das natürlich alles ein bisschen nass, genauso oben. Ich kann jetzt also hier nicht kontrollieren, ob Wasser austritt. Das werde ich letztendlich über den Druckabfall sehen. So, dann ist hier in der Leitung nichts weiter drin. Das nächste wäre dann entsprechend oben in der Küche. So, und der ist jetzt natürlich auch nass, weil ich hier eben das Wasser rausgelassen habe. So, augenscheinlich tropft jetzt erstmal nirgendwo Wasser raus. Das heißt, prinzipiell ist es offensichtlich erstmal dicht. So, Viertelstunde ist um und der Druck ist noch bei 3 bar. Das heißt, jetzt erhöhe ich den Druck auf 11 bar. Ihr seht, das geht relativ zügig. Es braucht also nicht viel Wasser, um jetzt diesen Druck aufzubauen. Wenn ihr jetzt seht, dass ihr da mehrere Pumphübe braucht, dann liegt das daran, weil noch Luft drin ist. Gut, 11 bar, 30 Minuten. Das heißt, 11.42 Uhr schaue ich, ob er noch 11 bar hat und mache eine Sichtprüfung, ob irgendwo Wasser rauskommt. So, das sind jetzt knapp über eine halbe Stunde. Und er hat immer noch die 11 bar. Das passt also. Dann lasse ich jetzt Druck ab über das Ventil. So, 5,5 bar ist jetzt mit dem Manometer ein bisschen schwierig einzustellen. Ich habe es jetzt auf 5 bar und so lasse ich es jetzt 2 Stunden. So, 2 Stunden sind um, 2 Stunden, 8 Minuten und das Manometer zeigt immer noch die 5 bar an. Das heißt, die Leitung ist dicht. Ich lasse jetzt den Druck ab und lasse das Wasser rauslaufen zurück in die Wanne von dem Prüfgerät. Und dann schließe ich die Kaltwasserleitung an und mache da das gleiche Prozedere nochmal. So,
So, ich habe jetzt die Leitung hier gelöst und verstopfe die jetzt. Weil ich jetzt hier nur so einen Stahlstopfen habe, nehme ich hier eine Gummidichtung und nicht die originale Papierdichtung, damit ich mir die nicht kaputt mache. So, und hier ist meine Übergabestelle vom neuen Rohr ins alte Rohr. Erstmal provisorisch. Hier werde ich jetzt den Schlauch vom Prüfgerät anschließen. Dazu nehme ich die jetzt hier nochmal ab. So, der Druckschlauch ist angeschlossen, dann kann ich die Leitung jetzt mit Wasser füllen. Es ist ja eben rausgelaufen, das fülle ich jetzt halt wieder auf und dann kann ich die Druckprüfung durchführen. So, hier ist die Kaltwasserleitung und jetzt sieht man gleich ganz gut, was passiert, wenn ein Verbinder nicht verpresst ist, weil dieser hier, den habe ich ja noch nicht verpresst, weil die Leitung hier noch nicht verlegt ist. Die geht dann in die Garage, dort kommt ein Wasserhahn hin und wenn ich jetzt hier aufdrehe, dann kommt wahrscheinlich erstens noch Luft, weil das hier in dem Bereich der höchste Punkt ist. Deshalb entlüfte ich hier jetzt auch. Und das Zweite, was ihr aber sehen werdet, ist, dass hier Wasser austritt. So, ihr hört die Luft rauschen. Jetzt kommt hier das Wasser raus. Und jetzt seht ihr hier ist es undicht, hier tropft es jetzt. Und jetzt tropft das, weil die im unverpressten Zustand undicht sind. Und das ist der große Vorteil, weil jetzt seht ihr nämlich sofort, dass ihr hier nicht verpresst habt, weil es hier mit Tropfen anfängt. So, ich lasse jetzt ein bisschen Wasser rauslaufen, bis keine Luft mehr mitkommt. So, da kommt keine Luft mehr. Der Bereich ist jetzt entlüftet. Und wenn ich dann irgendwann diese Leitung hier neu mache oder halt weiter verlege, die habe ich ja jetzt einfach hier nur, dass kein Dreck reinkommt, draufgesteckt. Wenn ich die dann irgendwann in die Garage verlege und fertig mache, dann kann ich im Prinzip den Druck in der Garage aufgeben und sperre den Hahn ab. Und dann kommt hier dieser Druck, der Prüfdruck, gar nicht mehr in die andere Leitung rein, sondern ich prüfe dann quasi nur bis hierher. Also ich mache die Druckprüfung nur von dem neu verlegten Teil letzten Endes. Und jetzt entlüfte ich oben in der Küche die Kaltwasserleitung, genauso wie ich das vorher mit der Warmwasserleitung gemacht habe. Und dann ist die Luft draußen, dann kann ich den Druck drauf geben. So, die Leitung ist entlüftet. Sie ist gefüllt mit Wasser, dann kann ich jetzt den Druck drauf geben. Also das gleiche wie vorhin, 3 Bar. Da habe ich mich übrigens vertan, weil die Skala zwischen 0 und 10 nicht 2 Bar Schritte sind, sondern 2,5 Bar Schritte. Über 10 Bar sind es dann 2 Bar Schritte. Also habe ich vorhin eigentlich so ungefähr 4 Bar, 4,5 Bar drauf gehabt. Ist aber wurscht, mache ich jetzt hier genauso. So, habe ich somit. Viertelstunde, schauen, ob alles dicht ist. Dann eine halbe Stunde mit 11 Bar, 1,1-fachem Betriebsdruck, maximalen Betriebsdruck. Und dann wieder 2 Stunden mit 5 Bar. Das heißt, wir sehen uns in ungefähr 3 Stunden wieder. So, die 3 Stunden sind um, beziehungsweise ein bisschen mehr. Ich habe jetzt die zweite Stufe, also mit den 5 Bar, über 120 Minuten habe ich jetzt sogar ein bisschen länger gelassen. Er ist immer noch bei 5 Bar, das heißt, es ist alles dicht. Somit kann ich das jetzt abbauen und kann die Leitung wieder anschließen. Und ja, dann haben wir wieder Kaltwasser im Haus. Das war's schon. So eine Druckprüfung ist wirklich schnell gemacht, mal abgesehen von der Wartezeit. Aber die eigentliche Durchführung ist wirklich schnell gemacht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und euch das selber nicht zutraut oder eine Bestätigung vom Installateur haben wollt, dass ihr beim Versicherungsfall halt einfach eine Bestätigung von einem eingetragenen Installateur habt, dann könnt ihr die natürlich auch durchführen lassen. Auch wenn ihr die Leitungen selber verlegt habt, müsst ihr euch halt einen Installateur suchen, der dann für euch die Druckprüfung macht. Die Pumpe und alles Werkzeug verlinke ich euch unten. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, wenn ihr das auch selbst machen wollt, so wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und wenn ihr das nächste Video schon vorab und ohne Werbeunterbrechung sehen wollt, findet ihr unten auch einen Link, da könnt ihr Kanalmitglied werden. Bis dahin, wir sehen uns auf der Baustelle. Ciao.